Daniel Radcliffe, 29, sorgt für Panik im Netz. Die Harry Potter-Fans haben 10 Jahre lang mit dem Zauberer mitgefiebert, geweint und gelacht. Jetzt bringt Daniel die Gefühlswelt der Potter-Anhänger völlig durcheinander. Die Magiersaga soll neu verfilmt werden. Das können sich die Zauberfans ja mal gar nicht vorstellen. Von 2001 bis 2011 begleiteten Harry, Ron und Hermine viele Menschen in ihrem Leben. Und auch heute laufen die Filme noch regelmäßig im TV oder flimmern in zahlreichen Wohnzimmern über die Bildschirme. Auch wenn Daniel Radcliffe seit dem Mega-Erfolg schon andere Streifen gedreht hat, wird er für immer Harry Potter bleiben. Die Aussagen von dem Schauspieler über eine Neuverfilmung sorgen bei den Fans für Kopfschütteln, regen sich die User bei Facebook auf. Doch wie kommt es jetzt plötzlich zu der Potter-Kritik? Daniel Radcliffe höchstpersönlich hat den Sturm ausgelöst. In einem Interview mit IGN plaudert Daniel ganz offen über ein mögliches Comeback seiner Paraderolle. Doch er sieht sich nicht selbst vor der Kamera, sagt der Brite. In dem Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child wurde seine Rolle bereits neu interpretiert. Niemals, erzählt der Schauspieler im Interview. Mit der Meinung stehst du aber alleine da, lieber Daniel. So ein Facebook-User. Vielleicht sollte man einfach die Finger von den Potter-Filmen lassen.